Hallo zusammen! Ich würde euch heute gerne meine Lieblingsbücher 2018 vorstellen. Das sind nicht notwendigerweise Bücher, die im Jahre 2018 erschienen sind, sondern es sind einfach Bücher, die ich im Jahre 2018 gelesen habe und die zu meinen persönlichen Favoriten zählen. Ich habe im vergangenen Jahr 82 Bücher gelesen, wozu auch einige Hörbücher zählen. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie vorher gemacht, dass ich so nachzähle, wie viele Bücher ich in einem Jahr lese. Ich kann also nicht sagen, ob das für meine Verhältnisse besonders viel oder wenig ist. Unabhängig von der Menge war es aber ein sehr gutes Lesejahr im Sinne der Qualität, weil ich viele ganz, ganz tolle Bücher gelesen habe und die würde ich euch heute gerne einmal vorstellen. Das erste Buch, das ich im Jahre 2018 gelesen habe, war direkt ein Highlight und zwar war das die Biografie von Astrid Lindgren von Margareta Strömstedt. Ich wollte gerne mehr über Astrid Lindgren und ihr Schreiben erfahren und ich habe mich im Vorfeld informiert, welche ihrer vielen Biografien wohl die angesehenste und am weitesten verbreitete ist. Ich hatte den Eindruck, dass es diese hier ist. Ohne andere Biografien gelesen zu haben, kann ich sagen, dass es eine gute Wahl war, denke ich, weil es mich sehr gut unterhalten hat und ich viel über ihr Leben erfahren habe. Wie sie auf einem Bauernhof im ländlichen Schweden aufwächst als Kind, was ja auch Inspirationsquelle war für viele ihrer Bücher. Dieses Leben auf dem Bauernhof, diese behütete Kindheit, die sie dort hatte, all die Spiele draußen im Freien. Dann natürlich, wie sie erwachsen wird, wie sie auszieht, eine Lehre als Sekretärin beginnt. Sie zieht dann nach Stockholm und auch über die Schwierigkeiten und die Einsamkeit dort. Sie bekommt dann ein Kind mit einem Mann, der in einer anderen Ehe ist. Sie gibt dieses Kind weg an eine Pflegefamilie für die ersten Lebensjahre. Das war alles sehr, sehr schwierig für sie. Und dann natürlich auch, wie sie berühmt wird, wie sie Erfolg hat mit ihren Büchern und das veränderte ihr Leben natürlich komplett. Sie wird überschüttet mit Presseeinladungen, mit Preisen, mit Leserbriefen und sie setzt diese Bekanntheit aber auch dafür ein, für Gutes zu kämpfen. Zum Beispiel setzt sie sich immer wieder dafür ein, dass öffentliche Bibliotheken nicht geschlossen werden, damit Kinder Zugang zu Büchern haben und das auch mit Erfolg. Sie findet auch ihr Glück, denke ich, kann man sagen, denn sie findet ihren späteren Mann, gründet mit ihm eine Familie. Und das Besondere an Astrid Lindgren ist ja irgendwie, dass sie immer ein Stück weit Kind geblieben ist in ihrem Denken oder dass sie sich zumindest eine sehr, sehr lebhafte Erinnerung daran bewahrt hat, wie es ist, Kind zu sein. Und ich glaube, das ist auch der Grund dafür, weswegen sie so unvergleichlich gut für Kinder schreiben kann. Also abschließend eine unglaublich talentierte, engagierte, faszinierende Frau und eine sehr, sehr lesenswerte Biografie von ihrer langjährigen Freundin Margareta Strömstedt. Das nächste Buch, das ich euch gerne zeigen würde, hat mich so sehr begeistert, dass ich sogar zu einer Lesung des Autoren gefahren bin und es mir habe signieren lassen. Und zwar ist das Das Glück des Zauberers von Stan Nadolny. Ich kann mal sehen, ob man das vielleicht erkennt. Das hier ist das Autogramm. Stan Nadolny erzählt in diesem Buch das komplette Leben eines Mannes, der während des 20. Jahrhunderts lebt und so erzählt er damit auch ein bisschen die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Aber natürlich, wie der Titel schon vermuten lässt, ist es nicht irgendein Mann, sondern er ist ein Zauberer. Es gibt in der Welt dieses Buches einige wenige Menschen, die zaubern können und die so eine verborgene Gemeinschaft von Zauberern formen. Und dabei ist es ganz schön gemacht, dass man nicht geboren wird und diese ganzen Zauber beherrscht, sondern man bildet die Fähigkeit für verschiedene Zauber im Laufe seines Lebens in einer bestimmten Reihenfolge aus. Also so der erste Zauber, den kleine Kinder beherrschen, ist das sogenannte lange Ärmchen. Das heißt, sie können so ihren Arm ausfahren, so gummiartig lang machen und irgendetwas greifen, was sie gerne packen möchten. Und später erlernt man dann eben auch kompliziertere Zauber, wie zum Beispiel das Gehen durch Wände, das Fliegen oder das Unsichtbarwerden. Wobei aber jeder Zauber auch so seine eigenen Tücken und Gefahren hat und man sehr vorsichtig damit sein muss und genau wissen muss, wie man sie beherrscht. Obwohl es sich vielleicht jetzt ein bisschen danach anhörte, ist dieses Buch auf keinen Fall dem Genre der Fantasy zuzuordnen. Ich würde es, glaube ich, als literarischen Roman bezeichnen, der mich im wahrsten Sinne des Wortes verzaubert hat. Es gibt so viele schöne, witzige, aber auch traurige Momente. Ich finde diese Idee dieser verborgenen Zauberergemeinschaft wirklich super warmherzig erzählt von Stan Nadolny. So ein bisschen die Kirsche auf dem Sahnehäubchen war dann noch, wie so verschiedene Ereignisse des 20. Jahrhunderts, wie der Krieg und Studentenrevolten noch mit in das Geschehen verwoben waren. Dann gibt es am Ende noch so einen Twist,
auf den ich nicht näher eingehen kann, weil ich damit zu viel verraten würde. Aber das gibt der Geschichte nochmal eine ganz andere Wendung. Es ist einfach super toll gemacht. Bitte lest es. Ein ganz, ganz tolles Buch. 2018 war gewissermaßen das Jahr, in dem ich meine Liebe für High Fantasy wiederentdeckt habe. Und schuld daran sind zwei amerikanische Autorinnen. Eine davon ist Ursula K. Le Guin mit ihren Erdsee-Chroniken. Die Erdsee-Bücher sind gewissermaßen schon Fantasy-Klassiker. Und Ursula K. Le Guin ist eine dieser Autoren, die das Genre der Fantasy auch mit geformt und gestaltet haben und den Weg bereitet haben für Bücher wie Harry Potter und viele andere. Die Erdsee-Chroniken bestehen aus 5 Teilen und in vielen Ausgaben ist es so, dass die ersten 4 Teile, die an sich einzeln relativ kurze Bücher sind, in einem dicken Schinken wie dem hier zusammengefasst sind. Und das 5. Buch muss man sich dann einzeln dazu kaufen. Die ersten 4 Teile sind Der Magier der Erdsee, Die Gräber von Achuan, Das ferne Ufer und Tehanu. Und der 5. Teil heißt dann Rückkehr nach Erdsee. Ich muss sagen, vermutlich ist Der Magier der Erdsee sogar mein Lieblingsteil von den 5, wenn ich eine Wahl treffen müsste. Und der 2. ist mit am schwächsten, aber zusammen ergeben sie ein großes Ganzes. Es ist anders geschrieben als heutige Fantasy-Bücher, würde ich sagen. Es ist irgendwie ein bisschen nachdenklicher und langsamer, aber auf keinen Fall langweilig. Es passiert viel. Es gibt Seereisen, es gibt eine Magierschule, es gibt Bösewichte, es gibt Drachen. Die Drachen sind super in diesen Büchern. Aber es gibt eben zwischendurch auch immer wieder Passagen, die fast schon philosophisch sind. Zum Beispiel wird viel über den Tod nachgedacht und was passiert nach dem Tod. Und diese Mischung hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ein anderer absoluter Pluspunkt ist die Hauptperson, Geet, der seine Ecken und Kanten hat, keineswegs perfekt ist, zum Beispiel sehr stolz ist und in seinem Stolz leicht zu verletzen. Und der im Laufe der 5 Bücher eine sehr glaubhafte Wandlung durchläuft und sich verändert. Insgesamt eine großartige Fantasy-Welt mit einer tollen Geschichte, mit tollen Charakteren. Ein absolut empfehlenswerter Schmöker für alle Fantasy-Fans und solche, die es noch werden wollen. Die zweite amerikanische Fantasy-Autorin, die ich erwähnen möchte, ist Robin Hopp. Sie ist auch noch eine aktuell lebende, schreibende und veröffentlichende Fantasy-Autorin. Und ich glaube, ich muss mal versuchen, einmal kurz alle Bücher, die ich von ihr dieses Jahr gelesen habe, in die Kamera zu halten. Sie alle spielen in derselben Fantasy-Welt. Und obwohl sie unterschiedliche Charaktere begleiten zum Teil und in unterschiedlichen Teilen dieser Welt spielen, gibt es eine gewisse zeitliche Reihenfolge, in der die Handlung stattfindet und in der ich auch empfehle, sie zu lesen. Und zwar fängt man dann an mit der Waldseer-Trilogie. Das sind diese 3 wunderschönen Bücher. Man macht dann weiter mit der Lifeship-Trilogie. Die habe ich hier in Englisch. Das sind auch 3 Bücher. Ich habe nur das 3. leider gerade verliehen. Gefolgt von der Tawny Man-Trilogie, hier auch Englisch. Darauf folgt folgen die Rainwise Chronicles, das sind 4 etwas kürzere Bücher. Und darauf folgt die Fitz and the Fool-Trilogie, die ich leider noch nicht gelesen habe. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen überwältigend. Was Robin Hopp angeht, kann man schon mal ein bisschen den Überblick verlieren, weil sie einfach schon unglaublich viel veröffentlicht hat. Deswegen habe ich mir auch überlegt, dass ich wahrscheinlich ein eigenes Video nur zu Robin Hopp machen werde, wo ich ein bisschen eine Orientierungshilfe gebe, wo fange ich an und wie hängt das alles zusammen. Aber ich muss es einfach in diesem Video schon erwähnen, weil ihre Bücher mich einfach umgehauen haben. Also es ist unglaublich, wie komplex diese Welt ist, die sie erschafft, in ihrer Geografie, ihrer Geschichte, ihrer Soziologie, dann wie lebendig die Charaktere sind, wie schön einfach die Magie ist, die sie sich ausgedacht hat. Und ich glaube, ihr Erfolgsgeheimnis ist die Art und Weise, wie sie Rätsel erschafft und wie ich ständig dabei bin, mitzurätseln und zu denken, was kann das sein, wie kann das zusammenpassen, ergibt das überhaupt Sinn? Oder dass ich denke, das und das, das wird doch überhaupt nicht mehr aufgelöst, das hat ihr vergessen. Doch, es wird alles aufgelöst und es macht am Ende alles Sinn und Hinweise, die sie vor 3 Büchern gegeben hat, die lösen jetzt auf einmal alles auf und es passt alles zusammen
Und es ist Wahnsinn. Es ist einfach Wahnsinn. Aber wie gesagt, ich denke, ich werde noch ein völlig eigenes Video zu Robin Hobb drehen. Zum einen, um euch ein bisschen eine Orientierungshilfe zu geben. Zum anderen, weil ich wirklich auch frustriert davon bin, wie unbekannt sie noch im deutschsprachigen Raum ist. Und deswegen belasse ich es an dieser Stelle mal dabei. Das nächste Buch, das ich euch gerne vorstellen würde, ist eine Kurzgeschichtensammlung. Ein anderes Land versammelt 18 Kurzgeschichten von zeitgenössischen neuseeländischen Autoren. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, spielen auch alle Geschichten in Neuseeland. Also mit Kurzgeschichtensammlung ist das ja immer so eine Sache. Meist hat man ein paar Juwelen und ein paar faule Eier. Aber hier in dieser Sammlung hat mir wirklich jede einzelne Geschichte etwas mitgegeben. Es ist eine ganz bunte Mischung aus völlig unterschiedlichen Stilen und Stimmen und eine sehr schöne Art, das moderne Neuseeland ein wenig literarisch zu erkunden. Das nächste Buch ist Unterleuten von Julie C. Unterleuten ist das erste Buch von Julie C., das ich je gelesen habe. Und es hat mich direkt so begeistert, dass ich drei andere frühere Werke von ihr hinterhergeschoben habe, die in mir allerdings nicht genau die gleichen Begeisterungsstürme auslösen konnten wie Unterleuten. Unterleuten ist der Name des ostdeutschen Dorfes, in dem die Geschichte spielt. Es handelt von den Menschen in diesem Dorf, von den Beziehungen und Spannungen zwischen den Menschen, zu denen alteingesessene Dörfler genauso zählen wie neu hinzugezogene Berliner. Und dann wird am Rande des Dorfes, sie werden nicht gebaut, aber es wird geplant, Windräder zu bauen. Und das löst einen ganzen Wirbel von Konflikten, Protesten und unterschiedlichsten Interessen aus. Und das Ganze nimmt immer mehr an Fahrt auf. Julie C. schreibt unglaublich klug. Ich glaube, das ist irgendwie die beste Art, es zu beschreiben. Also man merkt ihrem Schreiben an, dass sie eine sehr, sehr gute Wahrnehmungsgabe hat. Und ihre Figuren sind sehr glaubhaft, sehr lebendig. Die Geschichte an sich entwickelt einen unglaublichen Sog, sodass ich das Buch überhaupt nicht mehr aus der Hand legen konnte. Ein anderes Buch, das in einem Dorf spielt, ist Mariana Lickys »Was man von hier aus sehen kann«. Ein Buch, das ich schon sehr, sehr lange lesen wollte und an das ich auch sehr hohe Erwartungen hatte. Vielleicht lag es daran, dass ich das erste Drittel gebraucht habe, um so richtig reinzukommen. Vielleicht lag es aber auch daran, dass ich das erste Drittel über einen sehr, sehr langen Zeitraum gelesen habe, in einer Zeit, als auch sehr, sehr viele andere Dinge anstanden. Wie auch immer, nach dem ersten Drittel war ich auf jeden Fall komplett im Geschehen drin. Und die Prämisse der Geschichte ist gewissermaßen, dass in diesem Dorf eine alte Frau lebt, Selma, die hin und wieder nachts von einem Okapi träumt. Und wann immer Selma von einem Okapi träumt, wird in den nächsten 24 Stunden eine Person aus diesem Dorf sterben. Es ist ein unausweichliches Todesomen. Man weiß aber nicht, wer sterben wird. Die Geschichte wird größtenteils erzählt aus der Sicht von Luise, Selmas Enkelin, die in dem Dorf aufwächst. Hin und wieder wird die Erzählstimme aber auch auktorial und erzählt, was andere Personen an anderen Orten machen oder denken. Mich haben vor allem diese skurrilen Figuren dieses Dorfes überzeugt. Zugegebenermaßen manche mehr als andere, also Elspeth und Marlies konnte ich mitunter auch ein bisschen nervig finden, aber dafür waren Selma und der Optiker umso liebenswerter. Es ist ein etwas seltsames Buch und wer von sich weiß, dass er so schräge Bücher nicht so sehr mag, der sollte vielleicht Abstand nehmen, aber alle, die sich auf sowas einlassen können, denen würde ich, was man von hier aus sehen kann, wärmstens ans Herz legen. Die Legende von Sigurd und Gudrun von J.R.R. Tolkien ist in seinem Nachlass entdeckt und posthum von seinem Sohn Christopher veröffentlicht worden. Und in diesem Buch erzählt Tolkien alte nordische Sagen und Legenden nach und benutzt dabei die traditionelle Form des Stabreims. Das ganze Buch besteht also eigentlich aus zwei langen, epischen Gedichten. Dieses Buch ist bestimmt keine leichte Kost, vor allem nicht, wenn man versucht, die Entstehungsgeschichte der ursprünglichen Texte nachzuvollziehen, die in Zusatzinformationen auch gegeben wird. Denn wie das bei Sagen und Legenden nun mal so ist, kann man sie bis ins scheinbar Unendliche zurückverfolgen und es gibt 1000 Beeinflussungen. Aber wer ein wenig Interesse für das Thema aufbringt, der wird reichlich belohnt. Denn das Buch ist reich kommentiert worden von Christopher Tolkien. Es gibt Vorworte, es gibt Erklärungen, es gibt sogar Auszüge aus Vorlesungen von Tolkien, denn er war ja Professor für englische Sprache an der Universität von Oxford. Und es ist sogar die englische Version der Gedichte von Tolkien und eine deutsche Übersetzung abgedruckt, also alles schon sehr aufwendig und mit Liebe fürs Detail gemacht. Ich persönlich, die ich sehr interessiert bin an sprach- und literaturwissenschaftlichen Themen, an alten Sagen und Legenden, an nordischer Literatur und auch an Tolkien und seinem Schreiben, ich bin bei diesem Buch wirklich komplett auf meine Kosten gekommen.
Ich fand, dass diese Versform so eine schöne Melodie erzeugt hat in meinem Kopf beim Lesen. Außerdem ist die Geschichte auf keinen Fall langweilig, das dürfte ich denken. Spannend ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist kurzweilig. Es gibt Liebesgeschichten, es gibt Kriege, es gibt Drachen, es gibt einen Schatz. Also für mich war klar, dieses Buch muss in mein Favoritenvideo 2018. Ich habe die Befürchtung, dass dieses Video relativ lang wird, aber zwei Bücher muss ich noch kurz erwähnen, denn ich würde Ihnen Unrecht tun, wenn ich es nicht täte. Und eines davon ist Der Riese im Baum von Eveline Hassler. Es erzählt die Geschichte von Tut, der einfach nicht aufhören will zu wachsen und schlussendlich, ich glaube, 2 Meter und 34 cm groß wird. Er wächst im 18. Jahrhundert auf und gilt unter seinen Mitmenschen damit als Riese. Er wächst in einer ländlichen Gegend in der Schweiz auf, in einem Tal umgeben von Bergen, aber schlussendlich bereist er viele Länder, denn er wird als Kuriosität auf Jahrmärkten ausgestellt. Außerdem dient er kurzzeitig in der Armee Friedrich des Großen oder auch am Hof von Karl Eugen von Württemberg. Es ist eine kleine, aber feine Geschichte über Andersartigkeit und auch über die ersten großen Eingriffe der Menschen in unsere Natur und Umwelt, wenn zum Beispiel in Tuts Heimat radikal die Wälder geholzt werden und kurz darauf Schlammlawinen die Dörfer überrollen. Eveline Hassler hat mich nicht nur mit einer Geschichte überzeugt, die mir noch lange, lange im Gedächtnis bleiben wird, sondern auch mit einem unglaublich schönen, unaufgeregten Erzählstil. Till von Daniel Kehlmann erzählt die Geschichte des berühmten Spaßmachers Till Eulenspiegel. Es spielt im 17. Jahrhundert während des Dreißigjährigen Krieges und erzählt zunächst, wie Till aufwächst als Müllers Sohn. Sein Vater wird dann wegen Hexerei angeklagt und erhängt. Till läuft zusammen mit seiner Freundin Nele weg und wird schließlich zum fahrenden Spielmann und auch zum Hofnarr. Ich liebe einfach den Schreibstil von Daniel Kehlmann. Ich liebe es auch, wie er zum Teil Realität und Fantasie ein bisschen verschwimmen lässt. Zum Beispiel wird an einer Stelle nach einem Drachen gesucht. Und natürlich wird kein Drache gefunden, weil es keine Drachen gibt. Aber dann führt Daniel Kehlmann dem Leser, ohne dass irgendeine der handelnden Figuren es mitbekommt, eben doch diesen letzten Drachen vor, den es noch gibt und der sich schlafen legt, um vermutlich zu sterben. Sowas fand ich einfach herrlich. Und ich finde, dass die Figur des Till Eulenspiegels ihm sehr, sehr gut gelungen ist, mit all seiner Boshaftigkeit, seiner Bissigkeit, aber eben auch seiner Verletzlichkeit. Und ganz nebenher habe ich auch noch sehr viel über den Dreißigjährigen Krieg gelernt. Von daher war das auch ein Jahreshighlight. Und damit komme ich auch zum Ende meiner Lieblingsbücher 2018. Mich würde sehr interessieren, ob ihr irgendeins dieser Bücher gelesen habt, ob es euch genauso begeistern konnte und was eure Lieblingsbücher im Jahre 2018 waren. Wenn ihr Lust habt, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Und ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.